Wir sind Hamburg, in Hamburg also machen wir auch eine kleine vegane Foodtour, weil wir essen müssen. Und heute war der erste Stopp der Katzentempel mit der süßesten Idee, dass alles vegan ist, alles vegan, Felix. Ja. Und die haben gerettete Katzen dort, die man da begutachten kann, streicheln kann, wenn sie es natürlich zulassen und möchten. Richtig, richtig cool. Und wir haben Kuchen gegessen, Apfelkuchen und ich ein Tiramisu. Richtig geil. Katzentempel direkt gegenüber ist ein Hundeparadies, nämlich ein Dogs Gourmet Shop. Wenn das kein Zufall ist. Hunde und Katzenliebhaber, das sind ja Feinde. Abend gegessen haben wir im Thar Vegan House und das war auch ein absoluter Volltreffer, weil das Essen mega gut. Erstens Vietnamese, die Karte war super übersichtlich, man hatte praktisch Hauptgerichte, 5 Stück, dann ganz viele kleine Starter und dann noch Nachtisch. Also es war super übersichtlich und man hat irgendwie bei der Hauptspeise, wir hatten beide das gleiche, wir hatten Udon-Nudeln, Melina und ich. Und man hat gemerkt, dass das so rund ist, das Ganze. Also dass das irgendwie, das hat modern geschmeckt und gleichzeitig auch irgendwie authentisch. Also es war super, super abgeschmeckt, einfach super rund die ganze Sache. Und der Laden super voll, 4,8 Bewertungen. Wir haben dann noch so einen Nachtisch. Medina hatte einen Eiskaffee und ich noch so einen Kürbiskuchen. Und preislich auch voll okay. Also wirklich lohnt sich extrem. Thar Vegan House heißt es, glaube ich. Mega. Wir übernachten in Hamburg in der Superbude, in unserem Fall in St. Georg. Und die Superbude schreibt, dass sie ein Frühstücksbuffet anbieten für 14 Euro, wo auch vegan ernährende Menschen etwas finden. Da waren wir natürlich gespannt und sind auch gerade vom Frühstück gekommen. Und tatsächlich bin ich positiv begeistert. Die hatten verschiedene Aufstriche wie Rote Beete, Hummus, veganes Mett und sogar Eiersalat vegan. Darüber hinaus noch so kleine Salate wie Couscous und Linsensalat. Bionella, Erdnussbutter und ganz wichtig für mich, Hafermilch für meinen Kaffee oder Müsli, wer möchte. Also die haben richtig sicher dabei was gedacht und man kriegt nicht dieses typische Brot mit Marmelade, was man ja doch ganz oft kennt, zumindest wir aus Hotels. Dementsprechend war das, finde ich, die 14 Euro schon richtig passend dafür und ja, richtig toll. Ganz wichtig an so einem Tag, wo man so viel unterwegs ist, ist natürlich ein Snack zwischendurch. Und das haben wir heute vegan gefunden, und zwar beim Fleetschlösschen oder Fleetschlösschen, das ist hinter mir. Und das ist so ein traditionelles kleines Häuschen und die machen überwiegend Backfisch. Also da kommen ganz viele Leute hin und essen Backfisch, aber die haben eben auch vegane Currywurst. Und die haben wir uns eben gegönnt und haben dafür 13,50 gezahlt. Die Wurst war gut, die Pommes waren lecker und es gab so einen kleinen Beilagensalat, der echt speziell war. Da waren so Kräuter dabei und also im Großen und Ganzen echt empfehlenswert, das Fleet oder Fleetschlösschen. Wir waren gerade bei Anti, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Essen. Auch ein rein veganer Laden, asiatisch wieder. Vietnamesisch kann man fast sagen, oder? Das Lokal ist richtig süß, so ein bisschen wie so ein Wohnzimmer habe ich so, also richtig, also es wirkt sehr klein und sehr gemütlich. Das Essen ist sehr einfach, ist jetzt, oh Gott, ohne gemein zu sein, unten nichts, was sich vom Hocker haut, aber ich fand, es war lecker. Halt einfach sehr basic, ist jetzt nicht sowas wie wo wir gestern waren, so ein bisschen fancy, ein bisschen fusionmäßig, sondern ganz einfache Gerichte, die aber lecker sind. Aber wer jetzt den richtigen Wow-Effekt haben will, möchte für veganes Essen, der sollte woanders hingehen.